Hallo und willkommen zurück zu Shining Resonance. Wir wollen uns endlich mal wieder der Hauptquest widmen. Und ich glaube, wir müssen hier lang. Kann auch sein, dass ich mich täusche. Lost Garden. Oh nee, da waren wir noch gar nicht. Oh, da wäre die Abzweigung gewesen. Ah, cool. Dann gehen wir... Also wir wollen uns heute natürlich noch nicht der Hauptquest widmen, sondern noch mal ein bisschen in den versteckten Garten. In den verlorenen Garten gehen. Enemy approaching. Yes. Aha. Erstmal Drache gucken. Flare Dragon 49, das ist okay. Get ready. Here they come. Und ein Stargate. Ey, Drache, mach keine Action hier. Nee, nee, lass mal gut sein. Wir kommen da gleich zu dir. Enemy approaching. Oh, jetzt habe ich alle getriggert. Ich werde wahnsinnig. Hier gehen wir also irgendwann nochmal durch. Denke ich mal. Ich weiß nicht, wo wir da hinkommen. So, darf ich jetzt mal in Ruhe... Nee, der Drache lässt einem keine Ruhe. Ich würde ihn ja gerne von hinten angreifen und ich würde erst mal gucken, ob mein Mana gut ist. Und mein Mana ist nicht gut. Also machen wir noch einen Kampf gegen einen Masked Goblin. Oder ich mache den Drachen ohne Drachen. Also ohne Shining Dragon. Das ist auch nicht. Das ist nur Level 49. Aber die Roten, die interessieren mich auch nochmal. Ich könnte auch mal die Party wechseln, nur mal zur Abwechslung. Weil der Drache ja nur ein Level 49 ist, jetzt können wir mal ein bisschen andere Effekte sehen. So, mal eben kurz zur Seite, damit ich nicht von den anderen Monstern angegriffen werde. So. Yes. Und jetzt können wir mal eben kurz umstellen. Statt Kirika nehmen wir halt Rinnar mit rein, wegen Heilung. Und Sonja ist Level 40, du bist Level 40. Ich möchte Sonja gern dabei haben. Nehmen wir hier Egnam. Bandcenter ist Yuma. Ja, warum nicht? Warum nicht? Weil Sonja ein cooles Bandcenter eigentlich immer abgibt. Die hat ja diesen Spezialeffekt. Den haben wir uns gemeinsam noch nicht angeguckt. Und deshalb stelle ich mal eben auf Sonja um. Und Decreased Damage Taken ist auch dabei. Increased Blocking, das ist so schön. So, dann noch einen kleinen Heiltrank. Ja, so für Mana. Achso, ich wollte es jetzt mit oder ohne Drache machen. Ich mache es mal ohne, oder? Achso, und wir können mal auf Wasser umstellen. Oh wow. Das ging ja schnell mit Sonja. Das ist halt das Problem bei diesen. Das hatten wir mit Trishula auch. Wenn die Drachen Odems haben, dann bleiben die NPCs einfach stumpf drin stehen. Interessiert die überhaupt nicht, wenn sie da Dauerfeuerschaden kriegen. So, habe ich jetzt mein Schwert gewässert. Ja. Bringt aber auch nichts. Großartig. Doch, er ist weak. Don't push yourself too hard. Thanks. Und Band schalte ich mal ein. Komm. Dafür haben wir sie ja ausgewählt. Let's go, everyone.
hearts beat as one. I'm sure I'll go with my friends. How's that one? Take this. Watch this. Like that. Can you take this? How about this? How about this? How's that? Ja, der war wirklich harmlos. Brachte uns eine Drachenklaue. Ja. Der stand halt gerade dumm im Weg rum. Und hier können wir noch nichts machen. We've been spotted. Hoppla. Oh, wenn ich diese Monster mal schon höre. Yes. We've been spotted. Yes. Okay, da geht's auf einen kalten Berg. Und da können wir jetzt da nicht weiter, weil Kirika dafür nicht richtig angezogen ist. Ausgerechnet Kirika hat das gesagt. Rinna ist ja noch luftiger bekleidet. Hey, not all at once now. So, das heißt jetzt hier wieder zurück. Warte mal, haben wir das Monster jemals besiegt? Withershell, ich habe keine Ahnung. Ich gehe nochmal eben auf Nummer sicher, das geht ja schnell. Die Viecher sind in der Regel nicht so schlimm, oder? Obwohl, die halten das aus. Schwach gegen Wasser. War immer meine erste Vermutung, weil wir hier in so einer Wüstenregion sind. Da ist Wasser halt ungewöhnlich. Get ready. Here they come. So, das war Manticore dann. Oder? Ja. Hey, not all at once now. Oop, they found us. Get ready. Here they come. So, jetzt kommen wir in die Region der Quest. Der Hauptquest. Ich weiß nicht mehr, was wir hier noch machen sollten. Aber wir schauen mal. Hier weiß ich, haben wir auch noch einige Nebenquests. Ich weiß nicht genau, was wir besiegen müssen, aber ich werde deshalb hier mal alles kurz und klein schlagen. Keine Items. Hey, not all at once now. Here we go. Scharfen, erinnere ich mich noch dran, hatten wir eine Quest. Ich weiß aber nicht, ob wir die inzwischen schon gelöst hatten. Ich habe nur noch das Bild im Kopf, also das war so, ist mir im Gedächtnis geblieben, dass wir hier irgendwas machen sollten. Come at me. There, there. How's that? Like that. How's that? Take that. There. There. There you go. Let's go together.
Oh, da ist auch noch ein Drache. We've been spotted. Charcoal können wir auch mal besiegen. Oha, Level 62. Dragon, give me power. Like that. Burn. Let's give him some soul. Yeah, that was great. I'm stronger with my friends. Let's try this. Oh, ich hätte Rinnas Mana noch aufschwimmen sollen vorher. Ich könnte mich jetzt zurückverwandeln. Dann macht das ja ein bisschen mehr. Ne? Zieh ich das jetzt hier durch. So, einmal kann sie gleich mal heilen. Glaube ich. So, jetzt kann sie nicht mehr heilen. Jetzt ist gleich Band zu Ende, das gibt nochmal extra Damage. Dann umverwandeln, Mana auffüllen. Let's give it some soul. We won't lose. Für dich und ja, einmal für mich. Dann gucken wir mal. Okay, der ist auf jeden Fall nicht gepackt gegen Wasser. Den Glitch ist das. Paralysiert. Ich wollte ihn eigentlich breaken, weil ich gerade gesehen habe, dass er zum Spezialangriff einsetzt. Oder ansetzt, aber das schafft man einfach nicht. In dem Augenblick, wo er ansetzt und wenn man dann erst einen Skill findet, einen Blitz, kommt man auf jeden Fall zu spät. Eat it! Burn!
Okay, ein Drachenhorn zur Belohnung. Und ansonsten... Okay, wahrscheinlich müssen wir noch weitergehen. Okay, da wird es weitergehen. Oben, da haben wir die Truhe schon gelootet. Gut, dann hier die Sachen mitnehmen und dann auf zur nächsten Region. Es sei denn, ich habe hier noch Quests von wegen. Mal kurz gucken. Achso, genau, das ist die Hauptquest. Sharian Coast, ja, da sind wir ja. Der Dragon haben wir besiegt. Thundercrawler. Ach, das waren diese Würmer oder so, ne? Withershell. Brauchen wir doch noch 7 weitere. Das mache ich dann nach der Aufnahme mal ohne euch. Oh, und hier noch 9-mal Wasser sammeln. Super. Und noch ein paar Untote, ja, okay. Oh. Ach, da, den Black Belt kriegen wir daher. Mhm. Also Drake Skills looten. Gut, gehen wir erstmal hier in die nächste Region. Das ist ein Lager. Oh, schau mal. Was ist denn los, Sonja? Das sind die Kaiserlichen. Was machen die denn hier? Nordwesten, Entfernung 40. Die kaiserlichen Soldaten scheinen sich unserer Anwesenheit bewusst zu sein. Vielleicht haben die Kaiserlichen dieselben Informationen bekommen wie wir. Naja, dann jagen wir sie hier fort. Wir können ja nach der Drachenseele schauen, nachdem wir hier sauber gemacht haben. Ja, wenn das Kaiserreich die Drachenseele schon hat, dann nehmen wir sie ihnen einfach weg. Genau, so machen wir das. Aber gebt acht, Leute. Ja. Auf geht's. Hier gegen diese Leute wäre Marion hilfreich mit dem Confuse. Aber es geht auch so, die sind nur Level 38. Aber es sind viele. Wo ist denn noch einer? So, und zwei. So, wir haben euch in die Ecke gedrängt, Kaiserliche. Heute gibt's keine Seelen für euch. So, das war der letzte. Wenn wir den besiegen, dann ist es vorbei. Das heißt, gleich kommt ein Bosskampf, oder? Ich muss mal eben Mana auffüllen, das bringt ja so nichts. Mit Rinna.
Boah, sind das viele. Mal sehen, wie viele Erfahrungspunkte das dann bringt. Oh, Renner ist platt. Ich mach Band mal kurz an. Gleich wieder aus dem Laden. Alles klar. Das sollte Ihnen eine Lektion sein. Scheint so, als ob das Kaiserreich die Seele des Weltdrachen noch nicht gefunden hat. Bruder, wo ist denn die Drachenseele? Ja, es gibt da ein höhlenartiges Gebilde, was man auch Höhle nennt, irgendwo hier in der Gegend. Das sind die Korallhöhlen. Die Kundschafter haben Bericht erstattet, die Drachenseele dort gesehen zu haben. Nun gut, also auf zur Korallhöhle. Ja, beeilen wir uns. Grendel. Grendel haben wir schon besiegt, erinnere ich mich dran. Also nicht den hier, aber irgendwo mal. Genau, wir haben ja hier noch gar nichts erkundet. Wir waren nur gerade hier. Direkt im Kampf habe ich mit dem Kaiser nicht, also müssen wir einmal kurz alles abgehen. Hey, not all at once now. Oop, they found us. Hey, not all at once now. Yes. So, davon brauchen wir insgesamt 10 Stück. All right. Die eine Quest. All right. Ein Golden Head. So, ansonsten haben wir hier alles, würde ich sagen. Was sagt die Quest? Eine neue Quest, Deep Dwellers. Ein Hellblade besorgen oder umbringen, keine Ahnung. This one. So, Vorräte auffüllen. Was sagt das Geld? Wir waren schon mal bei 35.000 runter ungefähr. Und dann landen wir jetzt auch wieder. Haben also insgesamt jetzt keinen Verlust gemacht bei der letzten Aktion. Have a nice day. Ach
nee, ich will ja gar nicht campen. Ich wollte nur mal eben kurz absafen. Und dann gehen wir mal in die Höhle. I'm bored. Kirika, kannst du die Seele eines Weltdrachen spüren? Nein, ich kann hier gar nichts spüren. War die Aufklärung etwa falsch, Bruder? Ja, vielleicht ist die Drachenseele irgendwie abgeschirmt, sodass wir sie nicht erspüren können. Schauen wir mal da drüben. Sieht so aus, als wäre hier was, ist aber nichts. Hm. Get ready. Ein Lizard-Leader. Blauer Schleim. Da geht's weiter. Ach Leute. Let's go. Ihr lernt es nicht, ne? Hunderte von Viechern sind umgelegt, es kommen immer noch welche an. So, Karte eben größer machen. Okay, da geht's irgendwie rüber. Wenn es darüber geht. Get ready! Here they come! Hey! Das Wasser mitnehmen. Hey! Und den Lizard-Leader nehmen wir mal mit. Erstmal steht da bei der Truhe im Weg. Oder war da eine Truhe? Ich glaube schon. Und außerdem bin ich neugierig. Ist ja auch was Besonderes drauf. Dann haben wir eine Quest für den. Ich weiß nicht. Okay, Mana-Mist können wir nicht mehr tragen. Und achso, da geht's hoch. Ne? Deshalb kommen wir da jetzt nicht hoch. Aber bitte geh mir auch nicht auf den Keksschleim. Oh. Weiß, 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 weiß. Das heißt, wir müssen dann erst von der anderen Seite kommen, müssen ja einmal durch. Dann schauen wir mal. Ja, ich will das Zeug mitnehmen. Ja, müssen wir kämpfen. Das Spiel will es so. Ich habe übrigens schon vor sehr langer Zeit die Trophy bekommen, 2000 besiegte Feinde. Also bei Spielende sind wir bestimmt bei 10.000. Get ready, here they come. Get ready, here they come. We've been spotted.
Let's go. Oh. So, warum ist hier noch so eine Einbuchtung? Einfach nur so? Ne, ein Item liegt da noch. Alright. Hey, not all at once now. Sind ganz schön schnell, die Echsenmenschen. Da ist auch noch was. Alright. Oh, die Karotte. Die gibt's in Maga auch in der Hauptstadt hier. Alright. Get ready. Here they come. So, das ist Event. Vermutlich ein Bosskampf. Let's get going. Gehen wir das erstmal hier nochmal kurz ab. So, den muss ich leider angreifen. Watch out, everyone! Wahrscheinlich, wenn wir hier durch sind, bekommen wir noch eine Quest, Töte 20 Lizardmen. Get ready. Here they come. Weg. So. Gerade ein bisschen kleiner. Der Dämon vor der Truhe, den will ich gerne wegnehmen. Get ready. Here they come. Müssen wir aber nochmal zwei andere Kämpfe machen. Damit es dann nicht gleich irgendwie so einen doofen Linkfight oder sowas gibt. Ich fand da eben kurz, dass die Fähigkeit Aquacutter besser geworden ist. Da weiß ich eigentlich nicht, was das bedeutet. Kostet die jetzt auch mehr und macht dann mehr Schaden? Oder macht die jetzt einfach mehr Schaden für den gleichen Preis? So, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Level 48 Cherub. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Mana nochmal eben kontrollieren, das ist glaube ich ganz gut. Achso, gab Level Up, alles klar. We've been spotted. Da versuche ich mal ein bisschen Leitangriffe. Ich will es noch einmal probieren. Ja, er ist super ausgewichen. Das würde ich übrigens auch schaffen, wenn jemand 10 Sekunden lang zaubert. Und ich weiß genau, der Zauber geht auf einen bestimmten Fleck. Dann könnte ich auch 2 Schritte zur Seite gehen und ich bin dann ausgewichen. Ja, also diese Lichtangriffe bringen also gar nichts. Suchen wir mal Feuer. Resonate!
Oh. Okay. Egnum heilen. Rinna, ja. Komm ich mal Band an. Let's go, everyone. Our hearts beat as one. I'm stronger with my friends. Let's try this. Eat it. So, das war der Chirrup. Schien jetzt keine Quest zu sein. Aber wir mussten ihn ohnehin killen, um an diese Truhe zu kommen. Ansonsten hätten wir nie das Trade Romantic bekommen. Da frage ich mich gerade für wen. Für Egnum wahrscheinlich nicht. Ja, machen wir mal. Strange. If there were a world dragon soul here, there would be some sort of shrine to house it. Brother, are you sure your reports were reliable? My apologies, Kirika. I lied. There's no dragon soul here. Ein kleiner Verräter, was? Aber es ergibt eigentlich keinen Sinn, weil er hat uns ja noch vor ein paar Folgen, also vor diesem Kampf gegen Trishula, hat er uns doch nochmal gerettet. Da hätte er uns doch schon den Kaiserlichen ausliefern können. Wait, what? The hell are you doing? This is no time for... This is the only time. Here we can minimize the casualties if the worst should come to pass. What? Everyone but the Shining Dragon stand clear. If he loses control... What are you going to do to Yuma? I warned him. If he lost control of his power again, I would kill him myself. Okay. Ihm geht's nur darum, Yuma zu töten. You mean, when we talked before? And so you failed. You lost yourself to the Shining Dragon's rage. Astoria could have been reduced to rubble. What are you saying? He can control it. Astoria is safe. For now. But this is the second time he has lost control. The boy lacks experience. He's too unstable. Only a fool would trust him to wield the Shining Dragon's might. Meine Zwischenfrage lässt denn... Wie oft genau hast du jetzt schon ohne den Shining Dragon gegen das Kaiserreich den Krieg gewonnen? I intend to eliminate him before he can do any more damage. The Shining Dragon's power has already annihilated an entire village. I will not see that tragedy repeated. What? A village was destroyed? That's right. There was a boy like you who carried the Shining Dragon within him, but he lost control. Innocents were killed. I never knew. A whole village. Yuma, don't listen to him.
It doesn't matter, okay? No. I think his fear is justified. I know exactly how terrifying the Shining Dragon's power can be. Do you? The hell are you saying? You're not seriously gonna let this guy take you out! Before all this, I might have. But not anymore. The Shining Dragon and I stand together. We won't let that happen. How can you be sure? I know how to use its power now. And I'm going to use it for my friends. No. For everyone in the world. Bold words. If you can stand by them. You believe you can control it. You think you can deny the rage. I know I can! Fine then. Prove it to me. Ja. Wenn Lestinen danach wenigstens tot bleibt, dann ist es die Mühe wert. The winter winds howl through my fang and echo across all creation. I am Lestin Sarah Alma, the Glacier Sentinel. Er interessiert keine Sau. Weißt du, kein Wunder, dass die Menschen die Elfen nicht mögen, wenn es immer so Leute wie dich gibt. Let's see what the vessel of the Shining Dragon can do. Can you survive this power? I'll show you what I can do. So, wo wir uns ganz auf die herkömmliche Art und Weise. Wir haben auch kein Bandlevel, müssen wir so ein bisschen wieder aufbauen. Machen wir ein bisschen Flammenschwert. Das ist ziemlich flink. Und er macht auch ganz gut Schaden. Wenn Rinna mal heilen würde ab und zu, dass ich, wenn ich den Kampf normal machen muss, dann mache ich das nicht jedes Mal. Das kannst du echt vergessen mit Rinna. Die heilt auch nur 400 Punkte. Ich muss hier gerade mal was tun. Wir nehmen erstmal kurze Zwischenheilung. Und ja, komm, die Bonustränke jetzt zu nehmen mit mehr, dass wir mehr Hitpoints haben oder sowas. Ja, Paralyse ist ganz gut. Das gibt auch Rinna ein bisschen mehr Zeit und zum Heilen. Mal kurz unterbrechen. Oder nehmen wir den Heal Mist. Wir haben ja noch eine Truhe, wo noch einer drin ist. Okay. Da hat jetzt mehrfach hintereinander das Paralyze nicht funktioniert. Das musste jetzt Sonja leider ausbaden. So, kurz Mana auffüllen. Ja.
Oh, ey, komm, was zerrissen. So, und jetzt eben noch schnell lässt ihn fesseln und irgendwo einen Kerker werfen, damit der Junge nichts mehr tun kann, bevor er wieder aufsteht. Ah, zu spät. It's over. You're a far cry from the stuttering boy in the royal court. What changed in you? I have my friends. Sonya, who believes in me. Kirika, who sees me for who I really am. Agnum, who always has my back. Das war jetzt auch gerade mal wieder so der Klassiker im JRPG. So lange auf den Gegner einprügeln, bis er merkt, dass er falsch liegt. Marion, who always speaks her mind. Rinna, who always cheers everyone up. And Fromage, too. No, it's not just them. The King, Captain Burroughs, Emma, Primula, everyone in town, they're all important to me now. I know now that whatever power tries to control me, it'll never be as strong as my will to protect them. Well said. That was all I needed to hear. I felt it when we crossed blades. Now I know. You have the strength of arm and the strength of heart to back up your words. Ja, und jetzt entschuldige dich bitte. Finally, my task is complete. My promise to my master is fulfilled. What promise? What master? And what does this have to do with Yuma? What are you talking about, brother? Surely we deserve the truth by now. The truth is, my master tasked me with watching over Yuma and the Shining Dragon. Ja, das hast du super gemacht. Wait a minute. And all that crap about killing Yuma? Hyperbolic aggression, of course. I had to push him beyond his boundaries. Ach so, okay. Ja. Dann war die ganze Aktion halt nur eine Schauspielerei, um Yuma halt, ja, emotional zu bewegen, also dass er zornig wird und dann mal schauen, hat er noch die Kraft, den Drachen zu kontrollieren. Okay, tut mir leid, Lestin, dass ich dich falsch eingeschätzt habe, aber du siehst halt so ein bisschen arrogant aus und deshalb habe ich dir alles zugetraut. You're kidding. If Yuma had truly posed a threat to this land, rest assured, I would have killed him without hesitation. Thankfully, it seems that won't be needed. And now my master may rest in peace. Now then, I'll be taking my leave. My knights await. Brother, wait! Hmm? Speak? Don't you think you should continue to watch over Yuma? This war is far from over. Trotz allem möchte ich ihn eigentlich nicht in der Party haben. I still have my duties as captain of my knights. Another knight might command just as easily, but nobody could watch over Yuma as you would. Oder dann könnte ich Yuma vielleicht mal aus der Party rauslassen. Also ich könnte mir vorstellen, mit Lestin lässt sich auch relativ einfach kämpfen. Also, dass man nicht die ganzen Zauber bedenken muss und irgendwie langsame L1-Kombos machen muss. Wo der Gegner dann ständig ausweicht. No, perhaps not. I'll be watching over both you and Yuma. But I think it would be best if I kept my distance. For now. Farewell. Ja, wie du meinst. Brother. Lestin.
Thank you. Oh, lange nicht gehabt. Ein Gespräch mit dem Drachen. The Shining Dragon's power has already annihilated an entire village. I will not see that tragedy repeated. Was Leston telling the truth? Shining Dragon, there's something I'd like to ask you. What is it, Yuma? Did you have someone else as a vessel? Before me, I mean. Wie soll das gehen, dass er kein Gefäß vor dir hatte? Yuma ist ja noch nicht so alt. Entweder müsste Yuma unheimlich alt sein, oder der Shining Dragon hat auch vorher schon ein Vessel gehabt. Yes. There was another. So it's true. I had no idea. I just figured I was the only one. Then it's true, isn't it? They lost control of your power and destroyed a village. You have the right of it. So it was true. Hinter der Geschichte steckt doch bestimmt noch mehr. Kann der Shining Dragon nicht mal erzählen, wie es wirklich war? Thank you. Gratitude. Why? When I used your power to play, back when I was a kid, you always told me to get as far away from the village as I could, right? It was kind of annoying at the time. But it was also the same thing wouldn't happen again. Is that it? One grows tired of seeing preventable disasters happen over and over, after all. Yeah, I know what you mean. Dragon, what kind of person did you have as a vessel before me? It was before I was born, right? Da will er nicht drüber reden. Schade eigentlich. Sonja, beeil dich schnell zum Schloss. Wir haben eine Nachricht bekommen. Der König ist wieder bei Bewusstsein. Vater, wirklich? Gott sei Dank. Das ist ja erleichternd. Sonja, dann geh schnell zu deinem Vater. Ich wette, er wird sich noch viel, viel besser fühlen, sobald du bei ihm bist. Ja, gehen wir alle gemeinsam. Ich bin sicher, dass mein Vater glücklich sein wird, auch euch alle zu sehen. Let's get going. Ja, prima, das machen wir auch. Aber in der nächsten Folge, ich gebe jetzt in dieser Folge, oh, ich gerade falsch, nur noch mal eben die Quests ab und sammle neue ein. Und ansonsten passiert nichts mehr. Tuning ist auch okay. How's it going? Was haben wir denn jetzt für Quests erledigt? Good work. Und hier haben wir Leuten geholfen. Ach genau, wir mussten Leuten helfen, indem wir 20 Dämonen erledigen. Und dafür haben wir einen Kebab bekommen. Naja. Quest. Das ist schon wieder passiert. Ein gefährliches Monster ist aus einem Topf hervorgekommen, den ich gefunden habe. Es hat mich geschockt und ist dann fortgelaufen. Jetzt läuft es frei rum. Buoyant Octo. Okay, ich habe mich geirrt. Es waren nicht die Lizardmen, die wir besiegen mussten, aber als wir jetzt da durch waren, da waren ja auch ganz viele von diesen Buoyant Octos, die wir gekillt haben. Und jetzt kriegen wir die Quest dafür. Das war so klar.
du eine neue Quest? Be careful. Welcome back. Ah nee, Quatsch. Talk. Nee, kannst du selber sammeln. Have a nice day. Hi. Ja, gut gemacht. Ein Schutztalisman. Deine Quest mache ich auf keinen Fall. Das wird wieder die im Wald sein, ne? Oh nein, das ist diesmal was anderes. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Das war letztes Mal so mies. Aber gut, versuchen wir es mal. So, noch eine Blume kaufen. Mal sehen, was die Blume des Tages ist. Warst du diese Hobgoblin-Tante? Ja. Moment, kurz schauen, ob da irgendwo was Neues ist. Achso, nee. Come back anytime. Gehen wir gleich eben zu Rappel, um zu sehen, ob es noch neue Aspekte gibt. Aber erst hier in einem anderen Stadtteil. Noch nicht zum Schloss, sondern nur Quests abgeben. Was auch immer das ist. Okay, 30 Viecher besiegen, um einen Pilz als Belohnung zu kriegen. Das muss ja ein ganz toller Pilz sein. Fromage hat auch wieder eine neue Quest für uns. Jigglyfern haben wir zufällig gerade. Dafür bekommen wir eine Shining Note. Ja, ich mache es mal. Wofür ist Jigglyflan da? Ich hoffe nicht, um irgendwelche Aspekte herzustellen. I'm counting on you. Okay, aber wir haben ein neues Rezept bekommen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mal sehen, was es hier noch gibt. Yes. Good day. Irgend so eine Schlumpffigur. Wir könnten eigentlich noch mal ein drittes Mal mit Marion reden. Vielleicht gehen wir mit ihr auch noch mal irgendwie einkaufen oder was auch immer.
Hier werden wir auf jeden Fall nochmal übernachten. Ich hoffe nur inständig, dass es nicht das Übernachten ist, das Ständige, was dazu führt, dass die Monster immer weiter leveln. Ja. So, gehen wir nochmal zu Rappel. Oder erstmal diese Lotte. I'm bored. Welcome. Take your pick. Insektenfluid für zweimal Detox Bottle. Ich glaube, ich habe voll Detox Bottles, aber ich. There's one. Well, good luck. Werde die Quest trotzdem aber machen, ist sie weg. Ja. Pretty good. Die Detox Bottle kostet 500, also haben wir jetzt 1000 Verlust gemacht. Take your pick. This one. Thanks. Und ich habe den Heal Mist nicht mitnehmen können, weil wir jetzt wieder direkt zurückteleportiert wurden. This one. Thanks. Sind wir wieder bei unseren 35.000. Nee, jetzt sind wir sogar noch weniger. This one. Thanks. Have a nice day. So, noch eben zum Rappel. How's it going? Welcome. What are we making? So, das ist ein neues Cram Bottle. Genau, das konnten wir vorher nur so machen. Also wir haben jetzt ein neues Rezept für Cram Bottle, okay. Water Bottle ist auch neu. Burnheim. Hier einige neue Rezepte. What are we making? Das könnte man mal machen. MP 15%. Ja. Mal überlegen. Ja, es lohnt sich, glaube ich, nicht. Selbst Buffs macht sie, glaube ich, nicht so oft. Nee. Also nichts, was mich jetzt richtig vom Hocker reißt. Dann gehen wir nächstes Mal mal ins Schloss, reden vorher mit Marion. Und vielleicht mache ich noch Nebenquests zwischendurch. Oh, hello there. Also, bis morgen dann. Tschüss.